So, ich mache jetzt gleich weiter. Wir haben gerade gehört, dass die Temperatur ein sehr wichtiger Faktor ist, der ziemlich sicher sich erhöht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Da knüpfe ich da auch gleich darauf an, also mit den Auswirkungen, und dann betrachten wir auch Anpassungsoptionen in der Landwirtschaft. Wenn wir uns einmal anschauen, auch die Erträge in der Landwirtschaft, wie sich die verändern aus Ertragsstatistiken, dann sehen wir, dass sich da was tut. Ja, wir haben also für verschiedene Länder da dargestellt: Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei und Schweiz, also die Ertragstrends vom Winterweizen, die nationalen Erträge, also Statistiken von 1960 bis 2010. Was in allen Ländern sehr schön sichtbar ist hier in Europa, ist, dass wir im vorigen Jahrhundert gewohnt waren, also jedes Jahr 1 bis 2% höhere Erträge zu kriegen aufgrund verbesserter Produktionstechnik, Düngung, Pflanzenzüchtung und so weiter. Und das hat eben dazu geführt, dass wir mehr oder weniger einen linearen zunehmenden Ertragstrend hatten. Also der ist aber jetzt seit einigen Jahren, also 10, 20 Jahren, seit 2000 so gebrochen. Wir nähern uns natürlich auch an potenziell mögliche Erträge an. Das führt auch dazu. Aber was auch gezeigt wurde in Studien, dass hier zunehmende Ertragsschwankungen auftreten jetzt in den letzten Jahren und sich die Ertragskurve flacht. Also wir müssen damit rechnen, keine steigenden Erträge und nicht mehr in dem Ausmaß zu haben in der Zukunft. Ja, und das Ergebnis dieser Studien war eben, dass hier so also Klimaextreme eine Rolle spielen. Also wie gesagt, Hitzewellen, zunehmende Hitzewellen und Trockenheiten im Sommer während der Vegetationsperiode, die in manchen Jahren verstärkt auf die Erträge wirken. Nun, die Temperatur ist auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor für das Pflanzenwachstum. Also er beeinflusst in der Pflanzenphysiologie sehr viele Prozesse. Ein sehr wichtiger Prozess also ist die Phänologie und die Entwicklung der Pflanzen, ja, die hormonell gesteuert ist. Und eine steigende Temperatur in unserem Klimabereich bedeutet eben bei den meisten Pflanzen, dass sich die Entwicklung beschleunigt, die Phänologie beschleunigt. Das heißt, die Pflanzen kommen schneller zur Blüte und so zur Reife. Es ist jetzt so, dass das Entwicklungsstadium bei den jährlichen Nutzpflanzen zum Beispiel eine große Auswirkung hat auf die Biomasseaufteilung. In Abhängigkeit vom phänologischen Stadium wird die Biomasse innerhalb der Pflanze während des Wachstums verteilt. Und das ist ertragswirksam. Je optimaler oder weniger optimal das abläuft, hat letztlich große Auswirkungen auf den Ertragsteil, der geerntet wird, sprich die Körner zum Beispiel bei den Getreidearten. Und wenn wir in der Phänologie schauen, also es gibt also in der Natur und auch Beobachtungsnetze von der ZAMG zum Beispiel, phänologisches Beobachtungsnetz, können wir sehen, auch bei verschiedensten Pflanzen, dass sich in der Phänologie etwas verändert aufgrund der steigenden Temperaturen, wie hier zum Beispiel die Lesereife beim Wein in verschiedenen europäischen Ländern. Wir sehen, wir kommen immer früher ins Jahr hinein, also bei der Lese zum Beispiel. Und das kann man auch bei vielen anderen Nutzpflanzen und auch Pflanzen in der natürlichen Vegetation beobachten. Ja, andererseits heißt das natürlich, dass sich die Bedingungen für wärmeliebende Sorten oder Nutzpflanzen auch verbessern. Ja, wie hier dargestellt für drei also Wetterstationen, Grenzmünster, Graz und Wien, da sehen wir dargestellt die Temperatursummenansprüche verschiedener Weinsorten, von eher kühler adaptierten Sorten bis hin zu den wärmeren adaptierten Sorten. Also da sehen wir, dass wir jetzt auch schon in Grenzmünster in eine Zone kommen, wo wir quasi also eher Weißweine, die auf kühlere Temperaturen angepasst sind, anbauen können. Ja. Klimatisch gesehen also ändert sich da auch etwas für die Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft. Ja, hier sehen Sie das für Europa dargestellt, wie sich die Temperatursumme für Wein verändert. Da sehen Sie oben quasi die Vergangenheit und dann 2041er, 50er Jahre und Ende des Jahrhunderts, dann sehen Sie, wie sich diese klimatische Eignung für Weinanbau bis nach Nordeuropa hin ausdehnt, aufgrund eben der Erwärmung.
Man kann das umlegen mit anderen Indikatoren auf verschiedene Nutzpflanzen, wie sich die Produktivität von Nutzpflanzen verschiebt, sogenannte agrarökologische Anbauzonen, wie das hier gemacht wurde. Da sehen Sie dann also unten wieder die Referenzperiode von 1961 bis 2000. Rote Bereiche, das sind, da hat man quasi für Mais- und Zuckerrübenanbau die höchste Produktivität, bei gelbe Zone ist bei Getreide die höchste Produktivität und grüne Bereiche sind so der Taugrünland die größte Produktivität. Ja. Und wenn man da jetzt 2 Grad dazu tut, das wäre dann links oben, also 2 Grad Erwärmung für 2050er Jahre ein Szenario, da sehen Sie, wie sich diese Produktivitäten für Nutzpflanzen verschieben. Ja. Wir kriegen da für Maisanbau zum Beispiel, Maisanbau, große Bereiche, die vorher für Getreide eher geeignet waren, also sind dann für wärmeliebendere Nutzpflanzen geeignet, während also die Produktivität von Getreide und auch Taugrünlandregionen zum Teil zurückgeht. Taugrünland ist dann zum Beispiel nur mehr in den sehr humiden Regionen mit hohen Niederschlägen vorhanden, wo dort die höchsten Produktivitäten vorhanden sind. Also es gibt sich eine massive Verschiebung von ökologischen Nischen, kann man sagen, für bestimmte Pflanzen und Nutzpflanzen natürlich auch und damit eine räumliche Verschiebung letztlich auch von landwirtschaftlichen Anbaumustern. Ja. Und die Landwirte reagieren ja auch darauf. Man sieht ja, dass der Maisanbau in den letzten Jahren also auch zunehmend, einen zunehmenden Trend hat aufgrund dieser Sache, dass die Produktivität steigt. Bei den Pflanzen muss man jetzt auch berücksichtigen, dass das CO2 in der Atmosphäre bei der gegenwärtigen Konzentration ein limitierender Wachstumsfaktor ist. Also CO2 ist de facto ein Nährstoff für die Pflanze, weil der CO2 aufgenommen wird, über die Spaltöffnungen bei Photosynthese eingebaut wird, der Kohlenstoff, und dann quasi zum Biomasseaufbau dient. Ja. Und da gibt es eben 2 große Gruppen von Pflanzen, wozu auch die Nutzpflanzen gehören, die sogenannten C3-Pflanzen und die C4-Pflanzen. C4-Pflanzen wie Mais, Hirse und so weiter, die ist die grüne Linie, die ist bei den gegenwärtigen Konzentrationen, da ist noch 380 ppm angegeben, wir liegen jetzt schon bei knapp 410. Aber da sehen wir, dass der Mais jetzt quasi schon gesättigt ist. Also bei weiter steigender CO2-Konzentration wird die Photosyntheseaktivität bei den C4-Pflanzen nicht mehr wesentlich zunehmen. Während bei C3-Pflanzen, wenn wir annehmen, dass wir so ein Business as usual Szenario bis zum Ende des Jahrhunderts in etwa 700 ppm in der Atmosphäre haben werden, ja, dann würden da diese Pflanzen mit 30%iger Erhöhung der Photosyntheseaktivität reagieren. Also sie nehmen mehr CO2 auf, verbessertes Wachstum und das führt auch zu einem sogenannten Greening-Effekt, der auch beobachtet wird, heute schon global, ist aber auch wichtig, um CO2 zu buffern. Ja, das heißt, die Pflanzen nehmen wieder CO2 aus der Atmosphäre rauf und speichern das in der Biomasse. Das heißt, es ist auch ein Effekt, der letztlich dazu führt, also Emissionen wieder, die wir emittieren, in die Atmosphäre abzupuffern. Da spielt die Biosphäre eine ganz wichtige Rolle auch. Nun zu den Temperaturen nochmal, also da sehen Sie hier typische Reaktionskurven der Bruttoassimilation und der Nettoassimilation. Wir haben 2 quasi wichtige Prozesse. Die Photosynthese ist temperaturabhängig, hat irgendwo ein Minimum, ein Optimum und dann, wenn es zu warm wird, auch wieder Maximum, wo die Aktivität wieder zurückgeht. Die untere Kurve in der oberen Grafik zeigt dann die Kurve der Art Veratmung. Das heißt, ein Teil der gebildeten Photosyntheseprodukte wird in der Atmung wieder verbraucht. Zur Erhaltung der Lebensvorgänge. Ja. Diese Kurve sieht anders aus. Sie steigt exponentiell an und erst nachdem die Photosynthese absinkt, erreicht sie ein Maximum. Und dort, wo das Maximum erreicht wird, ist irgendwo der Punkt, wo die Pflanze beginnt abzusterben. Ja. Sie kriegt quasi Fieber, kann man sagen. Nun, so, das ist jetzt quasi, was dann übrig bleibt. Der graue Bereich ist die Nettoassimilation, das, was netto am Ende vom Tag übrig bleibt. Ja. Also, Sie sehen, also die Temperaturen spielen da schon mal mit und ergeben dann, es gibt eine Menge anderer physiologischer Prozesse
innerhalb der Pflanze und alle diese Prozesse sind in unterschiedlicher Art und Weise von der Temperatur mitbestimmt und abhängig. Und wenn das alles zusammenspielt, kommen wir dann auf so Summenkurven, wo man sagen kann, zum Beispiel Winterweizen, wo, bei welchen Temperaturen hat der die höchste Produktivität, so um die 20 Grad, und beim Mais ist es so um 30 bis 35 Grad, wo er die höchste Produktivität hat, aufgrund seiner genetischen Determination. So, das ist eine wichtige Information. Wir sehen, dass es eine große Temperaturunterschiede gibt im Bedarf der Nutzpflanzen und es gibt eine große Bandbreite, wo man jetzt in der Landwirtschaft ja auch etwas sich anpassen kann. Ja, quasi man kann von kältebedürftigen Nutzpflanzen mehr zu den wärmeliebenden Nutzpflanzen umschwenken und sich damit anpassen. Ja, das wäre de facto eine Möglichkeit. Die Natur bietet eine große Bandbreite an. Nun, die Temperaturen haben nicht nur Auswirkungen auf die pflanzenphysiologischen Prozesse, sondern auch viel auf die Bodenprozesse, auch auf die bodenphysikalischen, biophysikalischen und chemischen Prozesse, die im Boden ablaufen. Und ein sehr wichtiger Punkt ist da eben zum Beispiel die Stickstoffmineralisation aus organischer Substanz. Wenn wir einen Boden haben, der feucht ist, nicht komplett trocken und nicht komplett mit Wasser gefüllt ist, haben wir eine sehr starke Temperaturabhängigkeit dieses Prozesses. Zwischen 5 und 35 Grad sehen Sie die starke Zunahme der Bodenaktivität und der Stickstoffmineralisation aufgrund der bakteriellen Aktivität und so weiter im Boden. Und das hat eine große Bedeutung de facto für die Landwirtschaft, wenn wir bedenken, dass zum Beispiel die Temperaturen im Winter zunehmen, dass also die Temperaturen im Frühjahr relativ bald schon relativ warm werden und solche Prozesse in Gang kommen. Wenn der Stickstoff mineralisiert wird, heißt das auch, dass er mobilisiert wird. Das Nitrat wird also quasi mobilisiert, wenn dann ein Regen kommt, keine Pflanzen aktiv am Feld wachsen. Was passiert dann? Es wird ausgewascht, entweder ins Grundwasser oder in Oberflächengewässer ausgewaschen, weil er schon mobilisiert worden ist. Also hier muss die Landwirtschaft zum Beispiel darauf schauen, dass sie also mit dem Düngungsregime in Zukunft aufpassen muss, also wie viel Stickstoff quasi über den Winter überhaupt im Boden drinnen sein soll, damit solche Emissionsprozesse in Grenzen gehalten werden. Ein anderer wichtiger wachstumslimitierender Faktor, also neben dem CO2, wie wir schon gesprochen haben, und natürlich auch Nährstoffe, auf die ich nicht eingehe, da, aber das Wasser. Ja. Das Wasser ist deswegen wichtig, weil es für die Pflanze eine essentielle Funktion hat. Ja. Es ist dafür verantwortlich, dass die Nährstoffe überhaupt aus dem Boden aufgenommen werden, weil die Nährstoffe im Wasser gelöst sind. Ja. Und auch Transport der Nährstoffe innerhalb der Pflanze würde ohne Wasser nicht funktionieren. Und das Wasser verlässt die Pflanze über die Spaltöffnungen, verdunstet, nennt man Transpiration, ja, spielt damit eine wichtige Rolle im Wasserhaushalt insgesamt, auch für die Meteorologie. Und das sind ganz beträchtliche Mengen, die Pflanzen letztlich verdunsten, um eine gewisse Trockenmasse zu bilden. Also ein paar hundert Liter Wasser verbrauchen die Pflanzen, um ein Kilogramm Trockensubstanz zu bilden. Ja? Getreide 300 bis 500, 600 Liter Wasser. Es gibt Unterschiede zwischen den Nutzpflanzen. Manche nutzen das Wasser effizienter, andere weniger effizient. Und dann kann man eben umrechnen auf, so, wie groß der Wasserbedarf sein würde bei einem mittleren Ertrag. Und da kommt man ja in unserem Klimagebiet, bei unseren Nutzpflanzen, so um die 400, 500 Millimeter innerhalb der Wachstumsperiode müssten durch den Niederschlag zur Verfügung stehen, damit ein normaler Ertrag quasi erreicht werden kann. Ja, wenn es weniger ist, 300 Millimeter Niederschlag im Sommer zum Beispiel, wird Wasser ein stark limitierender Faktor. Das heißt, es geht automatisch die gebildete Trockenmasse zurück über diesen eben Transpirationskoeffizienten, weil Wasserabgabe und CO2-Aufnahme über die Stomataöffnungen eng gekoppelt ist. Und spielt die Trockenheit jetzt schon eine Rolle in Österreich? Ja, kann man sagen, wir haben hier Erträge von Niederösterreich bekommen von der Landwirtschaftskammer. Da sehen Sie für Mais, Zuckerrübe, Gerste und Winterweizen.
unten, also nur die Hitzeeffekte wirken schon in den letzten Jahren, also diese zunehmenden Hitzetage wirken schon ertragsreduzierend, ja. Und Trockenheit und Hitze zusammen ebenfalls. Also Trockenheit und Hitze sind sehr oft ja auch gekoppelt, kann man oft schwer trennen. Aber das ist derzeit in den derzeitigen Witterungsbedingungen der letzten Jahrzehnte schon ein deutlicher ertragsreduzierender Faktor in Niederösterreich, wo wir quasi in einer eher trockenen Region liegen. Hier nochmal eine Darstellung, wie das Wasserpotenzial innerhalb der Pflanze sich verändert. Man muss sich vorstellen, dass der Wasserdruckgradient, also der Wasserspannungsgradient zwischen Boden und der Luft enorm hoch ist. Ja, in der Luft haben wir extrem hohe Wasserspannung, wenn die Luft bei 50% Luftfeuchte zum Beispiel um die 2000 Bar. Im Boden haben wir beim Wölkepunkt 15 Bar. Und dazwischen ist ein riesiger Druckgradient, der dafür letztlich verantwortlich ist, dass das Wasser über die Wurzeln gegen die Schwerkraft vertikal hinaufgezogen wird. Ja, diese ist dafür verantwortlich. Und wenn dann letztlich im Boden der Wölkepunkt ist, das heißt, die Pflanze kann jetzt kein Wasser mehr aus dem Boden rausnehmen aufgrund dieser großen Drücke, dann ist Wasserstress, dann trocknet die Pflanze mehr oder weniger schnell aus über die Zeit. Ja, wenn dann kein Wasser mehr nachkommt, ist der Austrocknung, steht dann nichts mehr im Wege. Das ist nur eine Frage von Tagen. Ja. Also brauchen nur ausprobieren, gehen Sie in die Wüste, nehmen Sie kein Wasser mit, da haben Sie keine Chance, ne? Da sind Sie in einer Woche eine Mumie. Ja. Also diese Kraft, diese Saugkraft von, aus der Luft, von Wasser darf man nicht unterschätzen. Daher sind Trockenheiten auch so gefährlich letztlich für die Nutzpflanzen und für die Ertragspotenziale in der Landwirtschaft. Wir haben schon was vorher gehört über die Wasserbilanz. Hier ein bisschen detaillierter dargestellt, Boden, Pflanzen, Wasserbilanz, welche Komponenten da jetzt eine Rolle spielen im Detail für die Landwirtschaft. Der Niederschlag ist immer der Input in das System, man kann das mit Beregnung ergänzen, aber dann sehen Sie verschiedene andere Prozesse, Transpiration, Verdunstung der Pflanzen über die Stomata, die Evaporation, die Verdunstung von Oberflächen, die Interzeption, das ist was beim Pflanzen noch hängen bleibt, bevor es in den Boden einsickern kann, dann haben wir die Infiltration, Versickerung ins Grundwasser, Aufstieg vom Grundwasser, Oberflächenabfluss und so weiter. Ja. Also wenn man jetzt den Niederschlag zum Beispiel, wenn sich der Niederschlag verändert in seiner Frequenz, in seiner Stärke, und so hat das Auswirkungen, vor allem zum Beispiel auf den Oberflächenabfluss. Was bedeutet, wenn wir zum Beispiel bei den starken Niederschlägen, die scheinbar zunehmen, stärkere Oberflächenabflüsse haben? Also wenn wir eine Komponente im System verändern, kann sich das ganze System quasi auch die anderen Faktoren sich ändern. Ja. Wir können Erosionserscheinungen kriegen. Bodenerosion ist sicher auch eines der wichtigsten Risikofaktoren langfristig in der Landwirtschaft unter den Bedingungen des Klimawandels. Wir haben also eine Veränderung in den Niederschlags, in der saisonalen Niederschlagsverschiebung. Wir haben mehr, tendenziell mehr Winterniederschläge. Im Winter ist gleichzeitig weniger oft der Boden gefroren, weniger Schneedecke. Das heißt, die Böden liegen offen da über den Winter zum Beispiel, wenn sie nicht in einer Winterung bedeckt sind und sind erhöhter Bodenerosionsgefahr ausgesetzt. Und mit so Bodenerosion wie hier ein Beispiel aus dem Weinviertel, 80 mm Niederschlag in einer Stunde, kommt jetzt schon, ist fast schon normal, kann man sagen, ja, kommt immer wieder vor. Aber da können wir Erosionen haben, im hügeligen Gelände ohne Bodenbedeckung bei bis zu 300 Tonnen pro Hektar. Das sind fast 3 cm Bodenmaterial, das abgetragen wird, bei einer natürlichen Bodenbildungsrate, die wir haben, von ca. 1 mm pro Jahr. Ja. Sie würden sagen, Sie haben hier einen Schaden, der über die nächsten 20, 30 Jahre kaum mehr gut gemacht werden kann. Ja. Und wenn diese Ereignisse sich häufen und man nichts dagegen tut, permanente Bodenbedeckung, wenn möglich zum Beispiel, dann wird das langfristig die Produktivität der Böden reduzieren, weil Bodenfruchtbarkeit, Bodenstruktur, Nährstoffe verloren gehen und letztlich der Landwirt das durch teure Dünger wieder ausgleichen muss. Der Boden spielt eine zentrale, wichtige Rolle eben jetzt für die Produktivität, die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, der Bodenstruktur, ganz wichtig auch für Anpassungsmaßnahmen letztlich. Wir sehen diese
BF-Kurve, den Zusammenhang zwischen verschiedenen Bodenarten und wie die Bodengrößenverteilung sich auswirkt auf das pflanzenverfügbare Wasser im Boden. Ja. Das kann der Landwirt auch modifizieren oder erhalten, indem er bodenverbessernde Maßnahmen setzt, Humusgehalt erhöht und so weiter. Er kann die Bodenart selber zwar nicht ändern, aber er kann über die Bodenbearbeitung den Humusgehalt verändern oder erhöhen. Und dadurch quasi eine höhere Speicherkapazität der Böden für Wasser und Nährstoffe erreichen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um quasi unter den extremeren Bedingungen im Sommer mehr Trockenheit und Hitze, dass die Pflanzen eben mehr Reserve im Boden haben. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um die Produktivität zu erhalten. Das haben wir in der Vergangenheit mit Simulationsstudien angeschaut. Also hier zum Beispiel für das Machfeld, das sieht man sehr deutlich auch aufgrund der Simulationen, dass dort, wo wir die besseren Böden haben, dass dort die Erträge unter den Klimaszenarien weniger stark reduziert werden oder beziehungsweise weniger oft Wasserstress auftritt, weil wie unter Böden, wo wir also mehr sandige Bedingungen haben, die sind da mehr so dunkelbraun dargestellt. Dort haben wir dann also eher stärkere Ertragsabnahmen. Ja, das heißt, dass die in Zukunft aufgrund dieser extremeren Bedingungen im Sommer, mehr Trockenheit, dass die Ertragsunterschiede zwischen den Böden, guten Böden und schlechten Böden zunehmen. Umso wichtiger ist, einen guten Bodenqualität zu erhalten. Ja, und man hat dann auch Studien gemacht, wo wir uns angeschaut haben, wie viel Bewässerung zusätzlich würde man brauchen auf den verschiedenen Böden, um den Ertrag erhalten zu können. Da ist man gekommen mit diesen Klimaszenarien, nach dem, wie feucht sie waren im Sommer, kann man ungefähr sagen, eine Bewässerungsgabe mehr in den nächsten Jahrzehnten im Vergleich zur Vergangenheit würde in etwa der Zusatzwasserbedarf im Machfeld betragen. Aber das ist auch sehr abhängig von der Nutzpflanze und von den Klimaszenarien natürlich, vor allem auch in welchen Monaten uns die Klimaszenarien zunehmende oder abnehmende Niederschläge zeigen. Ja, wenn das während der Hauptwachstumsperiode zunehmender Niederschlag ist und der Rest des Sommers trockener, macht das nicht so viel aus, als wenn in der Hauptwachstumsperiode ein, zwei Monate nur weniger Niederschlag haben und der Rest des Jahres feuchter wird, ist es trotzdem viel schlechter. Ja. Also da muss man genau hinschauen dann, um Auswirkungen zu erkennen. Wir haben dann auch für verschiedenste Nutzpflanzen den Wasserfootprint simuliert. Das ist grün ist das Wasser aus dem Niederschlag, blau das Wasser, das aus der Bewässerung kommen muss. Dann sehen Sie, links auf der linken Hälfte auf den drei verschiedenen Hauptbodenarten im Machfeld, also wie es in der Vergangenheit war, und rechts sehen Sie eben das Klimaszenario RCP 8,5, das da aus den 50er Jahren, der Bedarf aus dem blauen Wasser, also aus dem Bewässerungswasser, auch bei allen Kulturpflanzen mehr oder weniger zunimmt. Die Temperaturen haben auch Auswirkungen jetzt auf alle Lebewesen, vor allem auch auf Insekten und hier in der Landwirtschaft von Bedeutung, thermophilen Insekten, die als Schädlinge auftreten. Der Weißzünsler hier ist ein Beispiel, aber es gibt eine ganze Liste, die hier in der Liste, also wenn Sie können, vielleicht den Vortrag auch als Unterlage haben und sich dann vielleicht dann näher nachschauen. Es gibt eine Reihe von thermophilen Insekten, angefangen von Blattläusen, Drahtwürmer, Stängel, Rübenrüssler, Engerlinge und so weiter, die auf höhere Temperaturen mit einer schnelleren Phänologie, genau wie die Pflanzen, reagieren. Schnellere Entwicklung und eventuell eine zusätzliche Generation in einem Jahr, dass das Schadpotenzial relativ viel erhöhen kann. Auch bei Krankheiten, bei Pilzkrankheiten und anderen gibt es also verschiedene, die eher zu- oder abnehmen werden. Also viele Pilzkrankheiten, zum Beispiel bei mehr Trockenheit und Hitze, würden eher abnehmen. Es gibt auch welche wie die Rostpilze zum Beispiel, Schorf und so, die eher zunehmen könnten. Und dann natürlich vor allem auch Viruskrankheiten sind tendenziell, Viruskrankheiten könnten zunehmen, vor allem auch, weil die Blattläuse selber auch thermophil sind und quasi als Überträger fungieren und die dann quasi diese Krankheiten stärker verbreiten würden.
Und auch bei den Unkräutern oder Beikräutern gibt es Trends, die man sieht. Die Ambrosie, eine wärmeliebende Pflanze, die als Unkraut auftritt, sind wurzelstarke Unkräuter. Die breiten sich dann tendenziell stärker aus und verdrängen eben andere, die weniger konkurrenzkräftig sind unter den sich verändernden Klimabedingungen. Ja, und hier gibt es auch eine ganze Liste von Problemunkräutern, die eben wärmeliebend sind, die da aufgelistet sind. Ja. Und darunter sind unter anderem auch relativ giftige Pflanzen, die in der Landwirtschaft, in der Nahrungsmittelproduktion immer wieder in der Vergangenheit schon ein Problem darstellen. Ja, also was war das? Also wo das bei der Hirse, Stechapfel, ja, glaube ich, war das bei der Hirseproduktion in der Steiermark für Kindernahrung, ja, da genügt ein Samen in einer Portion und das Kind kann sterben. Ja. Und da war einmal verschmust und hat dann wieder Packungen wieder zurücknehmen müssen. Ja. Also Sie sehen, es besteht durch diese sich verändernden Bedingungen, entsteht eine neue Zusammensetzung der Flora und Fauna, kann man sagen, mit Überraschungen, Dinge, neue Dinge, mit denen man bisher noch keine Erfahrung hat und nicht wirklich weiß, wie man damit umgehen soll. Und das ist eigentlich die große Gefahr, ja, dass wir nicht wissen, rechtzeitig oder wie man damit umgehen muss oder Gefahren rechtzeitig erkennen kann. Zusammenfassend, Auswirkungen der Klimaänderung auf Pflanzenproduktion. Wir haben also, das wurde auch schon angesprochen, eine Verlängerung der Vegetationsperiode, das heißt, dass der Wasserbedarf der Vegetation insgesamt zunimmt. Also es sind, ich glaube, so 5 bis 8 Tage pro 10 Jahre in der derzeitigen Erwärmungstrend. Wir haben eine Verschiebung der Phänologie, damit verändert sich auch natürlich die Produktionstechnik, die Feldarbeitstermine verändern sich genauso mit der Phänologie mit. Wir haben also Ertragsrisiko, das sich bei vielen also Extremen zunimmt, Hitze, Trockenheit, ja. Neue Krankheiten und Schädlinge und das können auftreten und verändert auftreten. Ja, und es gibt beim Bereich der Bewässerung natürlich dann entsprechende Herausforderungen. Bei einjährigen Nutzpflanzen sehen wir ja folgende Auswirkungen, vor allem die Sommerkulturen, ja, die Nutzpflanzen, die über den Sommer wachsen, auf den Feldern sind, die werden wahrscheinlich also eher in den trockenen Regionen auf sandigen Standorten gefährdet sein. Also da muss man schauen, also wie man damit umgeht. Wir haben eine Verschiebung der agrarökologischen Anbauzonen, je nach Temperaturansprüche der Kulturen. Es wäre auch langfristig dann schon möglich, es war auch schon in der Vergangenheit, in den letzten Jahren möglich, 2 Hauptkulturen pro Jahr anzubauen zum Beispiel. Das ist schon gemacht worden, hier im Osten von Österreich, und das könnte in Zukunft auch also deutlich die Fruchtfolgen verändern zum Beispiel. Wir können ertragsreichere und spätreifere Sorten anbauen, ein Beispiel höhere Reifezahlen beim Mais, ja, die ertragsreicher sind, das wird auch gemacht, oder statt Silomais wird plötzlich Körnermais möglich in einer Region, wo es vorher nicht möglich war. Also Verschiebung mit der Höhenlage der typischen Anbauzonen, das alles also spielt damit. Gut, und im Bereich vom Grünland und der Tierhaltung, auch hier natürlich die Verschiebung der Phänologie ist wichtig, also das ist Dauerkulturen. Wir haben das Spätfrost-Schadensrisiko, ja, das ist also eine große Frage, wie sich das verändert. Wir haben ja 2 gegenläufige Trends, weniger häufig Frostereignisse, aber einerseits eine frühere Beginn der Phänologie. Ja. Und das gibt es keine eindeutige Trends, es gibt verschiedene Studien, die da verschiedene Aussagen machen. Manche sagen, ja, Spätfrost-Schadensrisiko für manche Dauerkulturen, weil der Apfel kann auch zunehmen, besonders im eher kontinentalen Klimagebiet. Es ist ein potenzielles Risiko jedenfalls da in gewissen Jahren. Hitzeschäden, direkte Hitzeschäden,
können auch vermehrt auftreten, also nicht nur Trockenschäden, sondern auch ohne Trockenheit quasi können Hitzeschäden an Pflanzen auftreten, wie zum Beispiel am Kürbis oder beim Wein oder auch im Grünland kennt man das. Sortenverschiebungen wird es geben, also es wird ja auch jetzt schon gezüchtet in Richtung mehr Trockenstress, mehr Hitzestress bei Pflanzen, also es wird neue Sorten zur Verfügung geben in der Zukunft aus der Pflanzenzüchtung. Regional kann man eventuell, könnte die Hagelschlagsgefahr sich verändern durch stärkere Gewitter. Aber da wissen die Klimatologen von der ZAMG wahrscheinlich mehr, vielleicht kommen da noch Fragen dazu. Frühere Ernte generell, also die Erntebedingungen im Sommer, Halbjahr würden sich natürlich durch die durch den Trend der vermehrten Trockenheit, das heißt, dass auch die Feldarbeitsbedingungen sich verbessern, würden sich verbessern. Ja. Also das ist zum Beispiel ein positiver Effekt. Wir haben immer eine Mischung von negativen Effekten und positiven Effekten natürlich auch, die man da berücksichtigen muss. Bei den Anpassungsoptionen, da steht der Landwirt jetzt in einem Spannungsfeld. Ja. Ein Landwirt hat natürlich verschiedenste Ziele. Er muss Nahrungsmittel produzieren, er muss Nahrungsmittel in einer entsprechend guten Qualität produzieren für den Markt. Er braucht ein Einkommen, mit dem er auskommen kann. Er soll auch noch Landschaftspflege betreiben, Biodiversität erhalten und so weiter. Und er will auch ein niedriges Produktionsrisiko haben. Er steht hier in einem Spannungsfeld. Er hat einen wirtschaftlichen Druck zum Beispiel. Dann hat er Rahmenbedingungen, Produktionstechnologien, die ihm zur Verfügung stehen, oder die Infrastruktur, die Versicherungsoptionen, die er hat, um sich zu versichern gegen Extremwetterereignisse wie Hagel und so weiter. Das alles spielt mit in seinem Risikoverhalten auch. Ja. Und letztlich stellt sich dann die Frage, wie kann er sich anpassen an die neuen Bedingungen? Und hier muss man ja auch mitdenken, weil die Frage der Nachhaltigkeit ist hier auch wichtig. Das, was ich jetzt umsetze an Anpassungsmaßnahmen, das soll natürlich so gemacht werden, dass es ja auch eine nachhaltige Maßnahme ist, die ich dauerhaft betreiben kann, ohne irgendwelche negativen Nebeneffekte zu haben. Und da zählen auch die Treibhausgasemissionen dazu, ja, Klimaschutz. Ja, da kommen, glaube ich, noch andere Vorträge in dieser Reihe dazu. Aber das muss auch mitbedacht werden. Und dann wird es natürlich immer schwieriger und komplexer. Ja. Man kann sagen generell, ja, der Landwirt soll seine eingesetzten Produktionsmittel möglichst effizient nutzen, Energie und Dünger und Maschinen. Das allein hat schon einmal einen positiven Effekt auf die Emissionen aus der Landwirtschaft. Ja. Aber da gibt es jetzt viele Spezialthemen dazu natürlich. Und letztlich sollte er auch die natürlichen lokalen Produktionsressourcen, das sind vor allem der Boden, das Wasser, die Pflanzen, die Genetik, die er hat und das lokale Klima anzupassen, seine Produktion an diese Bedingungen. Ja. Es ist leicht gesagt, wie gesagt, aber jetzt, wenn es darum geht, an einem spezifischen Standort, an einem spezifischen Betrieb etwas umzusetzen, dann braucht es auch lokale Expertise, nicht? Dann braucht es Berater, die auch hier ausgebildet werden, die sich damit auskennen und wissen, wie sie damit umgehen sollen, damit der Landwirt auch letztlich was davon hat, eine konkrete Empfehlung zum Beispiel. Ein paar Beispiele nur ganz kurz, effiziente Wassernutzung bei der Bewässerung. Immer noch ein großes Problem in Österreich. Ja, das Wasser hat eben keinen Preis bei uns. Also man hat mehr oder weniger nur die Energiekosten und die Arbeitskosten. Ja. Es wird halt die Bewässerung geplant aufgrund einer optimalen Ausnutzung der Personalressourcen. Nicht? Und da wird halt dann bewässert, entweder zu viel oder zur falschen Tageszeit. Ideal wäre in der Nacht, ja, in den kühlen Bereichen, also während des Tages, in der Nacht, haben wir weniger Wind, weniger Strahlung, haben wir weniger Wasserverluste durch Verdunstung. Wird aus den Gründen von höheren Arbeitskosten nicht gemacht. Ja. Weil Wasser eben keinen Preis hat. Es ist natürlich auch die Politik gefragt, irgendwann einmal was zu unternehmen, und das wird wahrscheinlich erst dann gemacht, wenn Wasser regional wirklich knapp wird und wo dann die Ressourcenkämpfe ausbrechen. Aber da haben wir ja noch viel zu tun, auch in der Politik. Und Züchtungen. Ja, hier ein Beispiel.
wenn man die Anbauzeitpunkte vorverlegt, hat man positive Ertragseffekte in einem wärmeren Klima bei uns mit den gegebenen Sorten über Sommergerste. Auf der anderen Seite, wenn man die Kornfüllungsperiode genetisch durch die Züchtung verlängert, hat man auch positive Ertragseffekte. Ja, das heißt, man kann in diese Richtung quasi etwas tun. Wenn man die Anbauzeitpunkte werden vom Landwirt automatisch angepasst, ja, wenn es wärmer wird im Frühjahr, dann braucht man sich nicht erzählen, was er tun muss. Ja. Aber bei anderen Sachen braucht er eben Input von außen. Ja, auch die Landschaftsstrukturen wie Hecken und so spielen eine Rolle für das Mikroklima, für das Lokalklima. Windschutz, ganz wichtig in Trockenregionen wie im Machfeld, reduziert die Verdunstung, die unproduktive Verdunstung vor allem auch, also und erhöht also durch höhere Schneeablagerung zum Beispiel die lokalen Wasserressourcen. Wenn der Schnee schmilzt im Frühjahr, kommt er in den Boden rein und steht den Nutzpflanzen in der nächsten Vegetationsperiode zur Verfügung. Ja. Also mikroklimatische Effekte sollten nicht unterschätzt werden. Die können durchaus ein Teil dieser negativen Effekte des Klimawandels, die zu erhöhten Verdunstungen führen, kompensieren. Nicht ganz, aber doch zum Teil. Das haben wir auch gemessen schon in Versuchen. Bodenerosionsschutz durch Begrünung, organische Bodenbedeckung etc. Da gibt es viele Möglichkeiten, muss speziell abgestimmt werden auf die Nutzpflanzen, auf die jeweilige Kultur. Es gibt auch dann schon bei Mais zum Beispiel Bodenbewuchs, Begrünung, um das Erosionspotenzial zu reduzieren, weil der Mais eine sehr problematische Kultur ist, ja, weil eben relativ spät im Mai, im Juni erst den Boden komplett bedeckt und in dieser Zeit, wo wir schon schwere Gewitter haben können, ab April, eine sehr hohe Bodenerosionsgefahr besteht. Also hier, ja, man durch andere, also Minimalbodenbearbeitungssysteme direkt, Bodenbearbeitung nicht und so, wo wir den Boden nicht mehr pflügen und so, da gibt es so viele Möglichkeiten, die man da ausloten kann. Die Landschaftsstruktur kann auch sehr unterschiedlich sein. Ja. Die kann man natürlich nicht so schnell ändern, wenn sie mal da ist. Aber Sie sehen hier den Unterschied zwischen Tschechien und Österreich und im Rezergebiet. Allein die Feldgröße sticht ins Auge. Ja. Auf der tschechischen Seite haben wir Feldgrößen mit 100 bis 200 Hektar. Das ist dort eher normal. Und in Österreich hier drüben haben wir 15 Hektar oder so, ist auch noch groß, aber schon viel anders, ja, wenn man aus dieser Perspektive das anschaut. Ja, was heißt das? Wir haben sicher in unserer Landschaft wesentlich mehr Hecken wie da drüben in Tschechien. Ja. Die haben Riesenprobleme in den letzten Jahren bekommen aufgrund der Trockenheiten. Die haben dort noch viel mehr Trockenschäden gehabt wie auf unserer Seite, weil die Böden dort viel schneller austrocknen, wenn wir große Bereiche ohne jeglichen Windschutz in der Landschaft haben. Ja. Und sie versuchen das auch jetzt zu ändern, indem sie sagen, dass man eine Trockenheitsentschädigung vom Staat nur mehr bekommt, wenn die Felder kleiner wie 30 Hektar sind. Ja. Man versucht dagegen zu steuern, aber es ist natürlich nicht einfach. Ja. Auch bei uns wehren sich ja Landwirte gegen neue Hecken, weil das auch gewisse Bodenfläche in Anspruch nimmt, aber man gibt doch auch hier innovative Lösungen. Man kann Mischkulturen machen, schon eine Maisreihe in einem Feld und dazwischen eine niedrige Kultur hat auch einen Windschutzeffekt. Ja, man kann das auch produktiv machen. Also gibt es hier viele interessante, innovative Ideen auch für die Zukunft, die umgesetzt werden könnten. Und das Klima ist natürlich, wir haben das mal untersucht, im Carnuntum, Weinbaugebiet im Osten von Österreich, das Mikroklima ist natürlich auch sehr variabel. Man kann die Produktion und landschaftliche Gegebenheiten, wo sich das lokale Klima verändert, allein aufgrund von der Topografie zum Beispiel. Sie sehen hier die Weinanbaugebiete da im Carnuntum. Das ist Prellenkirchen. Ja. Das ist also da, die Weingärten sind meistens auf den Südhängen. Ja. Dort haben wir mehr Sonneneinstrahlung, das ist in Rot dargestellt und werden auf der Nordseite. Auf der Hang-Nord-Seite haben wir blau dargestellt, da die geringeren Einstrahlungen, ne, von der Sonne. Das heißt, diese Hänge bleiben auch kühler zum Beispiel. Ja. Es wird auch jetzt schon überlegt, zum Beispiel im Weinviertel, den grünen Veltliner, der eher kühlere Temperaturen braucht, in Zukunft eher auf den Nordhängen anzubauen, damit man die Säuregrade noch erreicht. Ja, wenn die
das immer schwieriger wird in den letzten Jahren. Also hier bietet auch die Landschaft Möglichkeiten, wie man Kulturen anlegt. Ja, da spielen andere Klimaparameter auch noch mit, wie die Hauptwindrichtung. Da sieht man von Nordwesten her, haben wir da die Hauptwindrichtung, die gelb dargestellte Bereiche, wo man mehr Wind hat. Und im Lehbereich, da blau, dort haben wir eher weniger durchschnittlich Wind. Ja. Und wirkt auch viel auf die Luftfeuchte auch. Dort, wo wir mehr Wind haben, haben wir generell in den Weingärten auch den Enzel auf den Nordwesthängen zum Beispiel auch geringere mittlere Luftfeuchtigkeit. Und umgelegt auf Temperatursummen für den Wein kann man das auch dann darstellen. Ja, rot heißt höhere Temperatursummen, grün weniger. Die Weinlagen sind aber dazwischen, die sind nicht ganz unten. Wo wir die höheren Temperatursummen hätten, was im Prinzip günstig wäre für einen Wein, ja, aber dort haben wir eben die Frostgefahr. Ja, die Spätfrostgefahr ist da eher so punktiert dargestellt, wo wir die Bereiche mit Spätfrostgefahr haben, aufgrund von Kaltluftseebildung und so. Also hier also bietet also die Landschaft auch zum, quasi viele Möglichkeiten aufgrund der großen, kleinräumigen, mikroklimatischen Variabilität, die sich ergibt, besonders in, also in topografischen gegliederten Regionen. Ja, und was heute auch schon schematisch dargestellt wurde, das will ich jetzt auch aufgrund eines Bildes beweisen, ja, dass dort Flächen wie in Australien, Buschland, aktive Transpiration, bilden sich Wolken, abgeerntete Weizenfelder, quasi in dieser Zeitperiode keine Verdunstung von den Feldern, keine Wolkenbildung. Wieso? Weil hier ein Wasserkreislauf quasi intakt ist, Wasserdampf steigt auf, es bilden sich Wolken und dann regnet es auch mehr hier da drüben. Ja. Und drüben, in diesen Bereichen, führt dann zu mehr Trockenheit. Es bilden sich keine Wolken in den Zell. Da könnte sich dann Trockenheit, haben wir auch gesehen, schon vor einem Vortrag vorher, dass sich Trockenheiten verstärken können, wenn wir solche versiegelten Flächen vermehrt haben. Ja. Ja, Anpassungsmöglichkeiten gibt es viele. Ein Beispiel, es gibt Monitoring, Vorhersagesysteme. Wir haben da was gemacht in den letzten Jahren, ein Projekt für Trockenheit, für landwirtschaftliche Trockenheit. Beziehungsweise gibt es auch Warnsysteme, sehr aktuell, also schon implementiert von der Landwirtschaftskammer für verschiedene Schädlinge und Krankheiten, die also ein sehr intensives Warnsystem aufgebaut haben, wo sich die Landwirte informieren können, auch über die Verhältnisse aktuell und über die kurzfristigen Vorhersagen. Es gibt andere Anpassungsmöglichkeiten, auch auf betriebswirtschaftlicher Ebene. Der Landwirt hat da Optionen, Mengen für die Mengen- und Preisabsicherung in der Betriebsorganisation, in der Effizienzsteigerung. Ja, hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ein Landwirt quasi für seinen Betrieb ergreifen kann, um resilient zu werden gegen höhere Ertragsschwankungen von Jahr zu Jahr, um diese ökonomische Gefahr auszugleichen, ja, die in den letzten Jahren scheinbar immer ein immer größeres Problem in der Landwirtschaft ist. Und einen Überblick generell über Anpassungsmaßnahmen sind es da sehr oberflächliche Argumente, aber die Wasserversorgung für die Bewässerung sicherstellen, ja, in einer Region. Hier spielt natürlich auch eine Rolle, also Wasserrückhalt in einer Region. Ja. Das kann man mit Hecken machen, das kann man viele kleinen Staudämmen machen, wo quasi Abflüsse sind, um Wasser rückzuhalten, das dann eventuell für die Bewässerung, aber wenn das nicht ausreicht, zumindest auch es dort wieder lokal versickern kann, lokal im Grundwasser wieder quasi recycelt wird. Ja. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben also Verdunstungsschutzmaßnahmen, ganz wichtig, Mulchdecken, Hecken, Bodenbearbeitung, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, um das zu verbessern. Bei den Ertragsrisiken aus Wetterextremen, ganz wichtig, auch eine Monitoring, eine Vorhersage, die Wettervorhersage ist da nicht ganz unwichtig. Also eine Wettervorhersage und eine vor allem auch eine sagen wir, speziell für Landwirte gemachte Wettervorhersage kann da einen ganz gewaltigen ökonomischen positiven Effekt haben. Versicherungsmöglichkeiten, Notfalltöpfe. Versicherung ist aber nicht
die alleinige Lösung. Ja, man kann nur Risiken versichern, die relativ selten auftreten. Wenn so etwas wie schwere Trockenheit, Hitzewellen zum quasi Normalzustand werden, ist die Versicherung nicht mehr finanzierbar. Man kann sich solche Dauerschäden nicht über Versicherungen abdecken lassen. Da wären halt die Prämien so hoch, dass es sich keiner mehr leisten kann. Also da ist es schon dann gefragt, Anpassung bleibt ein Thema. Ja. Anbautermine vorverlegen, stressresistente Ressorten anbauen. Im Grünland ja, gibt es auch verschiedene Probleme und verschiedene Anpassungsmöglichkeiten. Auch hier gibt es Probleme mit der Wasserversorgung. In Bereichen, wo jetzt noch Grünland ist, denken wir an Bereichen wie zum Beispiel im Innviertel oder im Müllviertel, wo die Bodenwasserressourcen begrenzt sind, wo wenig Grundwasser vorhanden ist, dass auch dort also in gewissen Bereichen also Regionen geben wird, die mit der Wasserversorgung und mit der Produktivität im Grünland also ein Problem kriegen werden. Wenn man über Motivationsfaktoren für Anpassung nachdenkt, muss man auch irgendwie die Psychologie des Menschen mit berücksichtigen. Ja? Wann tut ein Mensch eigentlich was? Redet er nur oder will er das auch tun? Das ist immer die große Frage. Nicht? Ist er motiviert, etwas zu tun? Da gibt es ja diese eine Liste aus dem letzten Klimabericht, vom österreichischen Klimabericht. Ja, was wären positive Faktoren also für Anpassung? Zum Beispiel herausgegriffen, niedrige Investitionskosten, ja? Positive Wechselwirkungen, soziale Akzeptanz, in der Landwirtschaft ganz wichtig. Ja. Was sagt der Nachbar, wenn ich jetzt was mache? Viele haben davor Angst, als Erster etwas zu tun zum Beispiel. Also auch hier muss man diese Sachen mitbedenken. Und da gibt es eine Reihe von Faktoren, eben, die da eine Rolle spielen. Das ist besonders wichtig, wenn man in der Beratung tätig ist, also auch als Landwirtschaftslehrer zum Beispiel, dass man dieses Bewusstsein schafft, ja, diese Motivationshaltung verstärkt bei den Landwirten. Und im österreichischen Klimabericht können Sie noch nachlesen, verschiedenste Empfehlungen von Anpassungsmaßnahmen in der Landwirtschaft, ja, wobei hier schon mit berücksichtigt wird, zum Beispiel, welche Anpassungsmaßnahme hat potenzielle Wirkungen auf die Treibhausgasemissionen. Es gibt Anpassungsmaßnahmen, die positive Wirkungen haben, zum Beispiel angepasste Methoden der Stickstoffdüngung führt zu geringeren Lachgasemissionen, ein wichtiges Treibhausgas. Ja. Und hat weiteren positiven Effekt durch geringere Stickstoffauswaschungen, also positive Umwelteffekte. Ja. Und so gibt es aber auch also quasi so Situationen, wo man auch positive Effekte beim Treibhausgas und negative Effekte haben kann wieder bei anderen Sachen. In der Biodiversität zum Beispiel, wenn man zum Beispiel wieder aufforstet, landwirtschaftliche Flächen von Grönland, ja, positiv für die Treibhausbilanz, starker Aufbau des des Bodenkohlenstoffpools und des im Holz gebundenen Kohlenstoffs, aber zum Beispiel hier hat man eben negative Effekte auf die Biodiversität, wenn Dauergrünland und die Blumenwiesen verschwinden. Nicht? Auch für den Tourismus kann es schlecht sein. Ja? All diese Wechselwirkungen muss man dann immer wieder mitbedenken, um eine nachhaltige Lösung zu finden. Aber wie gesagt, ich empfehle Ihnen das wirklich eventuell auch genauer nachzulesen. Den österreichischen Klimabericht kann man herunterladen aus dem Internet, der ist auf Deutsch und kostet nichts. Hier noch die Literaturhinweise. Österreichischer Klimabericht, ein Buch, das wir publiziert haben und ein neues Lehrbuch, das wir letztes Jahr publiziert haben über Agrarmeteorologie und Agrarklimatologie, wo Sie auch für Lehrzwecke nachschlagen können und eine Menge Informationen noch zum Beispiel finden können. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.